Gibt es einen Frontier Market ETF? Gute Frage, weil ich habe die Antwort nicht. I don't know. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Deswegen schauen wir mal ganz schnell. No, sieht man nicht so aus, als wäre hier was aufgelistet. Ja, müsste mal ein bisschen tiefer gehen suchen. Würde mich auch wundern, ne? Frontier Markets sind halt Länder, in die du extrem schwer reinkommst. Also Kapitalmärkte, die schwierig accessible sind. Frontiermärkte sind sowas wie, ich glaube, Entwicklungsländer. Also du hast Industrieländer, Schwellenländer und darunter nochmal, also von der Kategorisierung her, Entwicklungsländer. Was ist ein Frontiermarkt als Beispiel? Sage ich dir sofort. Also, was sind Frontier Markets? Das hier bildet quasi so die ganze Welt ab. Das hier ist der MSCI World. Das ist der MSCI Emerging Markets, also die Schwellenländer auf Deutsch. Und die werden zusammengefasst unter dem MSCI ACWI, All Countries World. Bei All Countries so ein bisschen falscher Name ist. Und dann hast du hier noch All Countries World plus Frontier Market Index. Üblicherweise werden die zusammengefasst unter MSCI World ACWI IMI, Investable Market Index. So. Und jetzt hast du hier MSCI Frontier Market und dann hast du die Frontier Markets und da siehst du, was Frontier Markets sind. Was ich erstaunlich finde, ist, dass du Kroatien in den Frontier Markets drin hast. Estland, ja, oder Estland, Lettland, ich mein. Das sind sehr, sehr entwickelte Länder, Slowenien. Okay, krass. Verstehe ich jetzt auch nicht, dass sie das hier einordnen. Hätte ich mal mindestens in Emerging Markets eingeordnet. Aber okay, sei es drum. Okay, Jordanien, Oman, Bahrain kann ich nachvollziehen. Bangladesch, ganz klar. Sri Lanka, Vietnam. Das sind halt so die Beispiele für Frontier Markets. Und da gibt es Indizes drauf. Ja? Die Frage ist nur, ob es dann auch Anbieter gibt, die ETFs drauf aufsetzen. Sind das jetzt alle Länder, die tatsächlich abbilden oder sind das nur Beispiele? Das sind nur die abbilden. Ach so, das okay. Weiß ich nicht. Gute Frage. Ich weiß nicht, ob... Aber kleinere Länder sind wahrscheinlich zu schwierig irgendwie abzubilden dann. Also wenn du zum Beispiel, ich glaube, wenn du in Bangladeschi-Aktien investieren willst, ist very tricky, ja. Was hier zum Beispiel fehlt, ist Nepal. Ich habe einen Freund in Indien kennengelernt, einen Nepalesen, dessen Vater an der nepalesischen, also in Kathmandu, an der Börse arbeitet. Und er meinte so, ja, das ist was ganz anderes, ne? Also Inside, also gibt es keine tatsächlichen Inside-Trading-Regulierungen und solche Themen. Also das sind halt Länder, wo kein freier Kapitalverkehr herrscht. Das heißt, du kannst da nicht einfach Geld hinüberweisen und Aktien vor Ort kaufen, ne? Von daher sehr schwierig, solche Länder abzubilden. Und das wird wohl die Begründung sein, warum ich jetzt zumindest in relativ schneller Recherche keinen Frontier Market ETF finden konnte. Aber zumindest wissen wir jetzt, was diese Frontier Markets sind. Arno hat einen gefunden. Dann schauen wir doch gleich mal rein, was dieses Schmuckstück so drauf hat. Ja, Domizil Vereinigte Staaten. Das heißt, wir wissen gar nicht mal, ob das überhaupt in Deutschland zugelassen ist zum Vertrieb. Müssen wir mal gucken. So, was haben wir noch? Position 150. Daran sieht man natürlich schon, ne, so viel. Also 150 nicht Länder, sondern einzelne Aktien. Ja. Ist es möglich, Arno? Siehst du es? Ja, also in Just ETFs ist der jetzt nicht drin. Ich habe auch nur zwei ETFs von Xtrackers gefunden, die Frontier, also im Namen beinhalten. Hier Expense Ratio relativ teuer, ne? 0,79. Und dann schauen wir mal, oh schade, wir haben hier die Länder nicht mit angegeben, nur den Namen der Firmen und dann Financials. Aber genau, da sehen wir es, also United, also National Bank of Kuwait, okay, Kuwait Finance House, okay. Gibt sehr viele Firmen, die mir jetzt hier nichts sagen. Alle gelistet, also ja, das sind die US-Dollar, alle Positionen, hier sehen wir es. Ah, hier sehen wir ja die Länder, okay. Also 20% Kuwait. In diesem ETF 16% Vietnam, 10% Marokko, 8% Kenia. Krass, 8% Kenia. Ich fände echt kein einziges kenianisches Unternehmen ein, aber okay. 8% Rumänien, 7% Nigeria, 7% Bahrain, 6% Bangladesch, 4% Kasachstan, Oman, 1% Sri Lanka, 1% und Cash und andere Derivate 3%. Ich habe dir gerade einen noch geschickt, genau auf Just ETF, ein Xtrackers S&P Select Frontier Swap. Und ich glaube, der ist broad nur auf Frontier Markets. Warte mal, ich will noch eine Sache hier. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Swapper. Also das ist typisch, also dass du solche Märkte eher per Swap abbildest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich die Mühe machen. Auf der anderen Seite ist er auch verhältnismäßig teuer dafür. Warte mal, wo sieht man denn die Replikationsmethode? Na. Ich sehe es jetzt hier nicht. Also würde mich wundern, wenn es kein Swapper ist, sagen wir es mal so. Also kein synthetisch replizierender. Okay, gut, sei es drum. Schauen wir uns den Xtrackers an. Also Selected Frontier Swap. Auch sehr teuer, ne? Mit 0,95. Ein kumulierender ETF. Synthetisch replizierend, extrem schwierig, sowas nicht synthetisch zu replizieren, weil du halt in die entsprechenden Länder reingehen musst. Und wenn ich entsprechende Länder sage, meine ich damit konkret
die Länder. 30% Vietnam, 15% Argentinien, 10%, 11% Marokko, 9% Rumänien, 8% Kasachstan, 7% Bahrain, 6% Nigeria, 4% Panama, 4% Kambodscha, 1% Schweiz, das ist ja geil, 1,7% Schweiz und 1,2% USA. Vielleicht entstehen diese beiden Werte hier dadurch, dass es Schweizer oder amerikanische Unternehmen sind, die einen Großteil ihrer Aktivität in den Emerging Markets haben. So könnte man sich das eventuell erklären. Aber steht zumindest nicht in der, also oben in der Investment Strategy Beschreibung. Also das jetzt, gut, da steht einfach nur the S&P Select Frontier Index tracks the largest and most liquid frontier market stocks. Hm. Interesting. Genau, also hier haben wir die Möglichkeit, in Frontier Market, also in Entwicklungsländer zu investieren. Cool, dann klärt das diese Frage. Ich hoffe, dir hat dieses Überflussvideo gefallen. Wenn du weitere Clips und Videos sehen möchtest, dann schau doch mal hier oder hier. Und wenn du die Highlights aus unseren wöchentlichen Twitch-Streams nicht verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.